Bei einer Wärmepumpe, da habe ich hier ein Kältemittel, das hier verdampft und da verflüssigt, und das schaue ich mir im Teilchenmodell an, warum das zu Temperaturänderungen führt. So stelle ich mir im Teilchenmodell das gasförmig und flüssig vor. Also da können sich immer die ganzen Teilchen bewegen. Also in beiden Fällen haben halt hier nur mehr Abstand. Aber es gibt noch einen weiteren Unterschied außer dem Abstand im gasförmigen, im flüssigen Zustand. Das, was hier so blau gemalt ist, das sind Kräfte. Also obwohl sich so ein Wasserteilchen im flüssigen Zustand bewegen kann, ist es mit allen Nachbarn immer mit Kräften verbunden und das ist im gasförmigen Zustand nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt hier so ein Teilchen in den gasförmigen Zustand bringen möchte, muss ich gegen diese Kräfte arbeiten und das braucht Energie. Also ich muss Energie reinstecken. Also dieser Phasenübergang, Phasen von flüssig nach gasförmig, erfordert Energie. Und die muss irgendwo her, und wenn ich nicht heize, ja, also unten Wärmeplatte heizen, klar, dann habe ich Energie, aber wenn ich nicht heize, zum Beispiel verdunsten, dann wird es kälter. Ja, also da oben ist der höhere Energiezustand, das ist der kleinere Energiezustand. Das ist hier wie ein Ziegelstein liegt unten und oben, was der Ziegelstein nicht schafft, kälter werden und hochspringen. Aber das können hier beim Verdunsten passiert es hier oder eben beim Druckunterschied. Das Teilchen wird frei und ja, das andere wird kälter und deswegen schaffe ich das bei der Wärmepumpe, dass sie an der Stelle, wo es eben hier von flüssig nach gasförmig übergeht, wird es kalt und von gasförmig nach flüssig, da wird es heiß. Und dann kriege ich das hin, dass von der Außentemperatur von 0 Grad Wärme freiwillig darüber geht. Und hier von 50 ins Zimmer, da geht auch Wärme freiwillig rüber. Also das war ja der Trick der Wärmepumpe. Ich kriege Energie eigentlich, pumpe die vom Kalten ins Warme. Und das geht mit dem flüssig-gasförmig Trick. Ja, also da muss man ja die Aggregatzustände verstehen.